auffallen würde. Doch bevor die Brille von Hartmut Schade richtig saß, hatte der Tabellenletzte aus Velten Dynamo erst einmal eingeschenkt. Adnan Fosic auf Zoran Milinkovic und es heißt 0:1 für die Gäste aus Brandenburg. Dresden behäbig, lauffaul und ein wenig arrogant kam erst mit dem Halbzeitpfiff zum Erfolg. Oberritter, Lasic und schließlich Milde die Station zum 1:1 Ausgleich. Hier noch einmal in der Zeitlupe zu sehen, der Kapitän macht den wichtigen Ausgleichstreffer. Nach der Pausenpauke von Trainer Schade, Dynamo kuriert, Fragezeichen? Keineswegs, denn das 2:1 Siegtor von Jörg Schmidt in der 47. Spielminute war das einzig Zeigenswerte im zweiten Durchlauf bei einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hatte.